Wenn du von Gefühlen sprichst, weißt du wirklich, wovon du sprichst? Weißt du, wo deine Gefühle dich hinführen? Weißt du, wo deine Gefühle in diesem Moment zu Hause sind? Du meinst, sie sind in der Gegenwart, obwohl deine Gefühle in der Vergangenheit sind. Wenn du traurig bist, bist du in die Vergangenheit. Du jammerst, du stöhnst, du bedauerst dich, aber es tut sich nichts. Geh zurück, geh zu dir, geh in deine Vergangenheit. Du siehst hier diesen Fluss laufen. Gefühle sind Wasser, sind Tränen. Wach auf. Gehe zurück in die Vergangenheit, gehe in das Leben zurück, in der Situation, wo deine Traurigkeit begonnen hat. Schau dich um, schau alle an, alle Beteiligten und sage, alle Verantwortung, die ich mir von euch genommen habe, lasse ich bei euch und ich halte nur meine. Ich lasse da, was ich vor Jahren mitgenommen habe, hier so zurück. Dann drehe dich um, geh aus diesem Leben zurück und wandere zurück in deinem Leben, in diesem Leben, wo du jetzt bist. Und hast du die Schwelle dieses Lebens erreicht, wirst du merken, dass deine Traurigkeit weg ist, dass sie dich verlassen hat, dass du hier bist und dass alles neu ist und dass du alles neu kennenlernen darfst. Die Situation, wo dir keiner was will, wo dir keiner was tut, wo du sein darfst, wie du bist, wer du wirklich bist.